Also nicht zu viel herumfahren mit der Vokabel Dankbarkeit. Helmut Kohl hat ja in seinem politischen Denken eine Kategorie von Dankbarkeit, die nicht jeder geteilt hat. Dankbarkeit scheint mir war gelegentlich, dass man sich ihm anschloss in bestimmten Dingen auch gegen die eigene Überzeugung. Mit anderen Worten, Kritik an einem Vorgehen, zu dem er sich entschlossen hatte, hat er nicht gerne gehört. Haben Sie gelegentlich das Gefühl gehabt, dass er Ihnen irgendwie auch eine Undankbarkeit dann unterstellt hat? Ich glaube, dass er gelegentlich gefunden hat, jeder, der irgendetwas in der Politik wird, hat das seiner Partei zu verdanken. Und ich gefälligst auch. Nun, Undank ist immer dumm, überall, nicht bloß in der Politik. Andererseits ist die Wahrheit die, dass nicht ich zu ihm gegangen bin und gefragt habe, kann ich bei dir was werden, sondern er kam zu mir und sagte, ob ich nicht kandidieren wolle im Jahr 64. Und das ging dann nicht. Und im Jahr 69 kam er wieder an. Und natürlich hat er dann, als ich dabei gerne zustimmte, dafür auch die Wege geebnet. Aber ich finde diese ganze Kategorie der Dankbarkeit für sich alleine genommen deswegen ein bisschen entfernt von der Wirklichkeit. Eine Partei verschenkt ja nicht, gibt ja nicht, verteilt ja nicht Geschenke, für die sie dann Dankbarkeit erwartet, sondern eine Partei hat Interessen. Und wenn sie irgendjemand auffordert, irgendwo hinzugehen, dann im Interesse der Partei. Und wenn man das dann tut, kann man zwar vielleicht selber dankbar sein, wenn man froh ist, ein solches Mandat zu bekommen. Zugleich aber ist man ja nicht unaufrichtig, wenn man sagt, naja, wenn die Partei nicht ein Interesse daran hätte, dass ich das mache, dann hätte es mir ja auch überhaupt gar nicht angeboten. Also nicht zu viel herumfahren mit der Vokabel Dankbarkeit. Im privaten Leben halte ich sie für entscheidend. Und selbstverständlich haben wir ja auch als Politiker auch privaten Umgang miteinander. Und wenn dort Undankbarkeit vorherrscht, dann ist das sehr unschön. Aber wie gesagt, für die politischen Wege nicht zu viel über Dankbarkeit sprechen und keine Undankbarkeit pflegen. Das zweite große Thema bei Helmut Kohl war Europa. Das hat ihn sehr getrieben, bis dahin, dass er 1997 sich gegen das Versprechen, das eigentlich Schäuble gegeben hatte, zu einer neuen Kandidatur 1998 entschloss, weil er sagte, ohne mich kann das Europa nicht fertig werden, das ich mir vorgestellt habe. Euro-Einführung, die Erweiterung der Europäischen Union. Wenn Sie das Handeln von Helmut Kohl, was Europa betrifft, bewerten sollten. Zu welchem Schluss kommen Sie? Ich finde, das, was er sich vorstellte als Ziel für Europa und was er mit seinen Kräften getan hat, das Wichtigste und Beste in seiner ganzen Kanzlerzeit. Er war ja doch auch in seiner ganzen historischen Ausbildung und seinem Weltbild, vielleicht auch, weil er aus Rheinland-Pfalz kam, doch natürlich geprägt von den Erfahrungen, die wir in der Geschichte unter diesen Nationen gesammelt haben. Nationen, die in erster Linie Nationalismus betrieben und auf diese Weise sich gegenseitig in Kriege und Bürgerkriege verstrickten. Nun die Chance dafür zu haben, dass zum ersten Mal in der europäischen Geschichte und überhaupt in der Weltgeschichte souveräne Nationen bereit sind, eigene Kompetenzen abzutreten an eine übergeordnete gemeinsame europäische Instanz. Das ist ein Friedenswerk, wie es in der Welt bisher so noch nie irgendwo anders realisiert wurde.
Und es ist eine hochverantwortliche Folgerung aus den historischen Erfahrungen von uns in Europa. Und von diesen Dingen war er doch zutiefst geprägt. Deswegen hat er auch dort, wo er durchaus mit Widerstand, Widerspruch, vielleicht sogar auch mit gewissen Wahlstrafen rechnen musste, einen europäischen Weg in die Zukunft beschritten, von dem er sich gar nicht abbringen ließ. Natürlich war vor allem die Wirtschafts- und die Währungsunion, also die Maastrichter Verträge 92 und so weiter, hier ein besonders markanter Schritt. Gelegentlich wird immer darüber gestritten, ob die Einführung des Euro der Preis war, den wir Deutschen an die Franzosen dafür zahlen mussten, dass sie mit unserer Vereinigung einverstanden waren. Es hat nicht furchtbar viel Sinn, das zu untersuchen, ob das stimmt oder nicht. Wahr ist natürlich, dass die Franzosen sich an dem Einfluss und der Macht der Frankfurter Bundesbank beteiligen wollten. Und wahr ist auch, dass die deutsche Bevölkerung die D-Mark hochschätzte, sodass also die Einführung des Euro eine mutige Tat war. Aber dafür hat er sich ja mit ganzer Kraft eingesetzt. Und was Sie erwähnt haben aus dem Jahr 97, 98, das finde ich, hat nicht ganz dasselbe Gewicht. Das hing auch ganz viel mit persönlichen Rivalitäten, die es damals gab, zusammen. Aber das ändert nichts daran, dass seine europäische Vision, seine europäische Tatkraft ungemindert sein ganzes Leben in den Ämtern begleitet hat und dass wir alle davon den Gewinn haben. Deutsche Einheit, Europa und dann die Spendenaffäre, ein Kanzler bricht das Gesetz, das er selber gemacht hat. Wenn Sie Bilanz ziehen dieses politischen Lebens, in welchem Verhältnis stehen die Dinge zueinander und welche Rolle hat die Spendenaffäre darin? Die Spendenaffäre ist eine Folge dessen, was das Parteiensystem an Gefahren und Versuchungen mit sich bringt. Noch einmal sage ich, es geht nicht ohne Parteien, aber dafür zu sorgen, dass Auswüchse und Fehler, menschliches Fehlverhalten in dem Zusammenhang ausgeschlossen bleiben, ist immer wieder schwer durchzusetzen. Noch einmal zu sagen, nicht in Deutschland allein. Aber die ganze Spendenaffäre ist Teil dessen, was uns immer wieder als große Aufmerksamkeitsaufgabe in Bezug auf mögliche Fehltritte des Parteiensystems aufgegeben ist. Es waren schwere Fehltritte und hoffentlich haben wir auf die Dauer daraus auch gelernt. Ich möchte auf ein Ereignis in dieser Affäre kurz zu sprechen kommen. Sie werden es als nicht nur Zeitungsleser, sondern auch Fernsehzuschauer verfolgt haben. Helmut Kohls Auftritt in der ZDF-Sendung Was nun? Es war das Eingeständnis, dass er Spenden entgegengenommen und nicht ordnungsgemäß verbucht hat. Wie haben Sie diese Sendung wahrgenommen, dieses Eingeständnis von Helmut Kohl, Gesetz gebrochen zu haben? Es war aus einer ziemlich verrannten Situation eine Flucht nach vorn. Und das ist immer noch besser als alles andere. Herr Bundespräsident, wenn Sie Helmut Kohl in 30 Jahren, 40 Jahren in den Geschichtsbüchern wähnen, was steht drin? Er war der Kanzler der Einheit. Das ist so. Das steht ihm zu. Und ich hoffe, dass in 30 bis 40 Jahren wir aus den Schwächen herausgewachsen sein werden, die die großen Probleme der inneren Vereinigung noch immer aufweisen. Und er war entscheidender Vorkämpfer für Fortschritte in Europa. Und das wird man ihm auch in 30 bis 40 Jahren und auch darüber hinaus hoch anrechnen.
Wir haben zu Beginn unseres Gespräches über den Machtmenschen Helmut Kohl gesprochen und sein unverkrampftes, ja positives Verhältnis zur Macht. Nun ist es fast ein Allgemeinplatz, dass Macht wie eine Droge wirkt. Meine Frage ist, war auch Helmut Kohl abhängig? Macht einer Droge gleichzusetzen, liegt mir gar nicht. Denn selbstverständlich kann und muss das Leben ohne Drogen vor sich gehen. Dagegen das politische Leben ohne Macht ist undenkbar. Es ist vollkommen legitim, Macht anzustreben. Und es ist notwendig, um Macht zu kämpfen, wenn man überhaupt Ideen hat, mit denen man was erreichen will. Dass die Menschen ein etwas unterschiedliches Verhältnis zur Freude an der Macht haben, ist natürlich richtig. Und dass Kohl immer große Freude an der Macht hatte, wer wollte das bestreiten? Und wer wollte ihm das denn übel nehmen?